So vielfältig wie ihre Farben präsentiert sich die Stadt im Herzen des Münsterlands in Nordrhein-Westfalen. Zwischen Münster, Bielefeld und Dortmund blickt die ehemalige Ackerbürger- und Bergbaustadt auf eine lange Tradition zurück. Heute mischt sich diese mit neuen Errungenschaften, moderner Technik und Innovation. Im Sport gleich doppelt in der zweiten Bundesliga, marktführend in der Emailindustrie und zukunftsweisend auf dem Zechengelände präsentiert sich die Stadt mit 56.000 Einwohnern und weitem Einzugsgebiet. Ahlen, Heimat mit Charakter. Zu Beginn war Ahlen eine Ansiedlung von Ackerbauern und Viehzüchtern um einen bischöflichen Amtshof im Münsterland herum. Dazu gesellten sich Kaufleute, die mit den landwirtschaftlichen Erzeugnissen handelten. So wächst und gedeiht die Hanse- und Werse-Stadt. 1901 führen Probebohrungen in Ahlen und Vorhelm zur Gründung der Zeche. Aus Bauern werden Bergleute. Letztlich wird der Bergbau selbst abgebaut. Am 1. September 2000 schließt die Zeche ihre Tore. Abseits von Bergbau und Ackerbau haben sich andere Branchen angesiedelt. Dazu trug auch der Bau der Köln-Minderner Bahnverbindung bei. Durch das Nahverkehrsnetz wird Ahlen als Arbeitsplatz und Wohnort noch attraktiver. Ab 1860 etabliert sich die Metallverarbeitung in Ahlen. Zu ihrer Glanzzeit stanzen und produzieren 20 Ahlener Fabriken Email. Die erste bekannte Email-Arbeit ist ca. 3500 Jahre alt. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts wird das Material zum Schutz von Oberflächen verwendet. Noch heute ist die Stadt ein wichtiger Exporteur der Produkte. Mit rund 56.000 Einwohnern ist Ahlen die größte Stadt im Kreis Warendorf. Ahlen umfasst auch die Orte Dollberg, Tönnishäuschen und Vorhelm. Die Kapelle am Wibbelthof in Vorhelm erinnert an den Heimatdichter Augustin Wibbelt, der hier seine Geburts- und Wirkungsstätte hatte. Böchken sie den Sonnenschein, oh, was ist das Böchken fein mit der Kräuselbüchs. Böchken denkt an nix, könnte bitte kaufen, Mann, hätt so raus Türen an, necken Kraut geschnaden. Oh, was fix bringt das Böchchen mit der Büchs, mit der schönen Kräuselbüchs, mit der Büchs in Wasser. Vorhelm, mit derzeit etwa 5400 Einwohnern, entwickelte sich vom Straßendorf zur eigenständigen, heimatbewussten Gemeinde. Etwas außerhalb liegt der Adelssitz der früheren Herren von Tork, die in der Burganlage von 1413 in Vorhelm ihren Rittersitz hatten. Die südliche Begrenzung der Stadt Ahlen bildet der Ortsteil Dollberg mit etwa 3300 Einwohnern. 2005 feiert Dollberg sein 1050-jähriges Bestehen. Eine Woche wird in ganz Dollberg gefeiert, rund um die Lambertuskirche, eine weitere Attraktion von Dollberg. Sie wurde bereits im 13. Jahrhundert erbaut. In ihrem Schatten kann man die Dorfatmosphäre noch ungestört genießen. Inmitten von Feldern und Höfen liegt Tönnishäuschen. Vorgartenidyll und Landwirtschaft prägen den Ortsteil an der St. Antoniuskapelle. Diese wacht seit 1753 über Kunst und Kultur im Ort. So auch in der alten Schule mit ihrem Förderverein samt 1000 Mitgliedern, übrigens mehr als Einwohner im Ort. Die ehemaligen Klassenräume nutzen unter anderem die Amateurfunker und die Musiker von morgen.
Jeden Morgen dagegen werden die Zwei- und Vierbeiner im sogenannten Mammut-Tierheim von Tönnishäuschen versorgt und bewegt. Aber ein 3,20 Meter hohes Urvieh hätte wohl auch das Mammut-Tierheim überfordert. Das Ahlener Mammut steht im Museum in Münster. Es wurde 1910 entdeckt. Die Landwirtschaft ist immer noch ein wichtiger Zweig in Ahlen. Heute wird aber nicht mehr das Pferd selbst, sondern bis zu 300 Pferdestärken für die Arbeiten eingesetzt. Die Geräte werden zum Teil in Ahlen produziert und erfolgreich in alle Welt exportiert. Traditionell wird das Korn in der alten Mühle von 1848 weiterverarbeitet, die gegenwärtig in der Stadtmitte liegt. Betriebsbedingt soll sie allerdings ausgelagert werden. Etwas außerhalb befindet sich der Agrarflugplatz. Zu öffentlichen Flugtagen trifft man sich hier, um die Flotte zu bewundern oder um zu einem Rundflug zu starten. Die Emailforschung im Hause Kaldewey setzt weltweit einzigartige Qualitätsstandards. Email bezeichnet im einfachsten Sinne ein Glas, das als dünne Schicht auf ein Metall aufgeschmolzen wurde. Das von Kaldewey produzierte Email ist hygienisch, glänzend und pflegeleicht. Im neu erbauten Kaldewey Kompetenzcenter laden Bade- und Duschwannen aus Kaldewey Email zu einem sinnlichen Erlebnis ein. Ob designprämierte Avantgarde, ansprechende Ambiente oder funktionale Advantage-Modelle, von der hohen Qualität und der Formenvielfalt können sich Mitarbeiter und Besucher, nationale wie internationale, im Kaldewey Kompetenzcenter überzeugen. Im Gewerbegebiet Olfetal sind verschiedene Großhandel- und Geschäftsstellen stationiert. Auch Produktion und Entwicklung internationaler Anbieter sind hier untergebracht. Bei LR werden hochwertige Parfum-, Kosmetik- und Körperpflegeprodukte produziert und weiterentwickelt. Derweil entsteht auf dem Bergbaugelände ein neuer Standort für Erneuerung und Lebensqualität, der internationale Beachtung findet. Zukünftig trifft sich hier Wirtschaft, Wissenschaft und Kundschaft. Unweit davon vergnügen sich Bewohner und Besucher in der Fußgängerzone. Im Herzen der Stadt locken die Geschäfte und Cafés zum Schlemmen, Einkaufen und Umschauen. Das ganze Jahr hindurch bietet die Innenstadt immer wieder besondere Reize, wie der Geranienmarkt. Zahlreiche Fachgeschäfte bieten eine breite Palette für den alltäglichen und den exquisiten Bedarf. Erweitert wird das Angebot durch den traditionellen Pöttges- und Töttgenmarkt. Viele der Ahlener Geschäfte sind seit Generationen hier ansässig. Sie prägen das individuelle Flair der Stadt.
Auf dem Wochenmarkt bekommt man mittwochs und samstags frische Zutaten aus der Umgebung. Nach dem Schauen, Shoppen oder Speisen geht es ins neue Ahlener Kino. Entspannt schweift dann der Blick ab in die Filmwelt. Sportlich geht es zu an Ahlens Schulen. Bei den Bundesjugendspielen zeigt sich manch verborgenes Talent. Schon Martin Luther sagte, wenn die Schulen zunehmen, dann steht's wohl im Land. Ahlen bietet eine beeindruckende Vielfalt an Bildungseinrichtungen. 11 Grundschulen und 7 weiterführende Schulen prägen das Stadtbild mit. Darunter ist auch die einzige Gesamtschule des Kreises. In die Natur- und Geisteswissenschaften bereiten sich die Schüler auf ihre Zukunft im Berufsleben vor. In ganz Ahlen wird gelehrt, geforscht, gepaukt, geredet, musiziert und Sport betrieben, auch mal an ungewohnten Orten. Musik und Kunst sind eben allgegenwärtig. Für die Weiterbildung nach der Schule stehen den jungen Leuten verschiedene Angebote zur Verfügung. So kann man sich in Ahlen zur Krankenschwester oder zum Kaufmann ausbilden lassen. Um nach der Schule Bildungslücken aufzufüllen oder Neues zu erlernen, bieten sich neben der Stadtbücherei die zahlreichen Bildungsstätten in Ahlen an. Die Volkshochschule offeriert Kurse für jede Altersgruppe und für jeden Wissensstand. Sie informiert auch über Kulturveranstaltungen in und außerhalb von Ahlen. Auch die Familienbildungsstätte und das Glückaufheim haben ein vielfältiges Angebot für Lernwillige und Neugierige. Das Verse-Stadion lockt Fußballmannschaften und Fans immer wieder in die Stadt. Dann taucht der Zweitligist LR Ahlen die Heimat in rot-weißen Trubel. Und eine Seite jubelt am Ende immer. Siegen gelingt natürlich nur mit echten Fans. Ahlens Cheerleader sorgen für die richtige Stimmung. Bei Jung und Alt. Die City Fun Games auf dem Marktplatz vermitteln einen Eindruck von der sportlichen Bandbreite der ASG. Bekannt ist die Ahlener Sportgemeinschaft aber vor allem durch den Handball in der zweiten Bundesliga Nord. Schon seit 1999 lassen sich die Jungs von der ASG nicht mehr aus der Tabelle verbannen. Im Sportpark Nord sind die Leichtathleten zu Hause. Bei den Kreismeisterschaften nutzen Kinder und Jugendliche die Anlagen für Höchstleistungen. Auf den Aschebahnen geben die Sportler alles und seien es 1200 Kilometer zu laufen. Anlässlich des 1200-jährigen Bistumjubiläums lieferten die Schüler und Schülerinnen des St. Michael-Gymnasiums Material für Bestnoten. Ja.
Im Reitsport geht es nicht minder routiniert und fachkundig zu. Auf der Ponystation lernen die Jüngeren den Umgang und die Pflege der Tiere und machen erste Erfahrungen auf den Rücken der Ponys. Mehrere Reiterhöfe laden ein zum Voltigieren und zum Dressurritt. Auch im Springreiten beweisen die Ahlener Reiter Ausdauer und Können. Ob Hobbyradler, Profis oder Amateure, Radfahrer sind in der Stadt gern gesehen. Im Sinne des erfolgreichen Ahlener Rolf Aldag nehmen die Städter voll Stolz und Begeisterung jede Kurve auf zwei Rädern. Mit dem St. Franziskus Hospital steht den Ahlenern ein breites medizinisches Spektrum zur Verfügung. Die moderne Intensivmedizin und renommierte Geburtenstation sind nicht nur in Ahlen wohl bekannt. Wassergeburten gehören wie selbstverständlich zum Angebot der Station, so wie auch die behagliche Innenraumgestaltung und Familienfreundlichkeit. In der Kinderklinik kommen Frühchen in den Genuss modernster Technik und kompetenter, liebevoller Betreuung. In der Ergotherapie wird derweil die Fingerkoordination und Handkraft trainiert. Unter Anleitung wird alle Konzentration bis in die Fingerspitzen geleitet. Auch Muskeln werden hier wieder aufgebaut. Mit der richtigen Ausstattung und fachlicher Hilfe ist schnelle Heilung in Sicht. Dazu trägt auch das hausinterne Schwimmbad bei. Die Physiotherapie arbeitet hier mit gezielten Wasserübungen. Individuelle Pflege und Betreuung erhalten ältere Semester in den Seniorenzentren von Ahlen. Im Domizil können Sie zur Tagespflege, im betreuten Wohnen oder Leben verweilen und entscheiden, wie weit Sie das Angebot nutzen möchten. Das Hugo-Stoffer-Seniorenzentrum bietet älteren Menschen Wohnkomfort und Pflege im Grünen. Aktiv leben und kreativ gestalten auch im Alter ist eine Grundmaxime des Elisabeth-Tombrock-Hauses im Westen von Ahlen. Im Andenken an die Ordensschwester und Namenspatronin wird auf christliche Werte, Loyalität und Nächstenliebe geachtet. Kultur gibt es für jedes Alter in Ahlen und auch für viele Interessen. Die Dauerausstellung im Heimatmuseum zeigt das ackerbürgerliche Leben, die Geologie, den Bergbau, die Archäologie und die Stadtgeschichte Ahlens. Im Goldschmiedemuseum ticken ganz besondere Uhren. Aus 8 Jahrhunderten präsentieren sich dort Monstranzen, Reliquien, Evangelien und Kreuze. Auch das Kunstmuseum in Ahlen ist eine Reise wert. In der alten Gründerzeitvilla und dem Neubau werden seit 1993 Werke der klassischen Moderne und jüngerer zeitgenössischer Künstler präsentiert.
Fritz Winter, einer der bedeutendsten Künstler der abstrakten Malerei, war Schüler von Paul Klee, Wassily Kandinsky und Oskar Schlemmer. Der 1905 geborene Maler kam im Alter von 7 Jahren mit seiner Familie nach Aalen. Das Haus, in dem die Familie lebte, wurde 1975 in Gegenwart des Künstlers als Fritz-Winter-Haus eröffnet. Hier werden neben Themenausstellungen Werke moderner Künstler gezeigt. Der Skulpturengarten bietet einen vielfältigen Überblick der im Hause vertretenen Bildhauer. Skulpturen sind auch Grundlage des einjährigen Kunstprojektes 4 plus 1 plus 2 im Aalener Osten. Bis Ende 2006 kann der Besucher hier die Skulpturen gemäß ihres Leitthemas von unten nach oben betrachten. Die überwiegend katholische Bevölkerung von Aalen fußt auf 1200 Jahren Tradition. Ausgehend von St. Bartholomäus bilden sich nach und nach 8 katholische Pfarren und 5 evangelische Bezirke. Daneben bestehen weitere Glaubensgemeinschaften, wie die Freikirchen. Mit der spektakulären Kreuzaufstellung zum Weltjugendtag 2005 wird das ökumenische Zusammenleben in Aalen gefeiert. Der Gottesdienst auf der Halde verbindet nicht nur Konfessionen, sondern auch Nationen in Gesang, Tanz und Gebet. Zum Abschluss segnen die Christen ihr Kreuz, das fortan über Aalen wacht. In Sichtweite liegt eine der 2 Aalener Moscheen. Sie wurde 1986 erbaut, später kam ein Minarett dazu. Vor allem durch den Bergbau bekam Aalen ein multikulturelles Flair. Integriert in das Leben in der Stadt können Christen und Muslime einander kennenlernen. Seit über 20 Jahren feiert Aalen sich einmal jährlich selbst. Mit immer neuen Dekorationen und Attraktionen ist für Unterhaltung gesorgt. Dafür locken die Veranstalter national und international bekannte Künstler aus den Sparten Musik, Comedy, Artistik und Tanz in diverse Stadt, sodass der Besucherrekord jährlich von Neuem gebrochen wird. Abends erstrahlt Aalen in einem bunten Lichtermeer. Und die Besucher bei Bier oder an der Cocktailbar. Fern von Bratwurst mit Pommes rot-weiß verwöhnt jeden Sommer der Gourmetmarkt an der Verse. In Zelten und an Ständen verführen die Restaurants der Umgebung den Gaumen mit Köstlichkeiten. Zum Essen zwischendurch oder zu Kleinkunstveranstaltungen lädt täglich das Bürgerzentrum Schuhfabrik in der Innenstadt. Ein Versammlungsort für die verschiedensten Anlässe ist seit 1982 die Stadthalle. Angegliedert an das Rathaus gehört sie fest zum Stadtbild. 75 Aussteller bieten den rund 60.000 Besuchern Adrenalin und Vergnügungen am laufenden Meter. Schauplatz dafür ist der Dr. Paul-Rosenbaum-Platz, benannt nach dem Retter der Stadt 1943 und 1945.
Aber das gerät im Jahrmarktstrubel oft in Vergessenheit. Die fünfte Jahreszeit wird in Aalen nie versäumt. Beim traditionellen Rosenmontagszug haben Groß und Klein ihre Freude. Auch den Brauch des Schützenfestes pflegen viele Aalener. Dort trifft man sowohl die Nachbarschaft als auch mit etwas Glück die Tonscheibe. In der Mammutstadt zur Ferienzeit werden Tonscheiben lieber bemalt. Wie die Großen organisieren, arbeiten und vergnügen sich die Kinder in ihrer eigenen Stadt. 2 Wochen lang besteht der Ferienspaß im Sommer. Apropos Sommer, den kann man auch hervorragend im Freibad genießen. Vom Flanieren über die Liegewiese bis hin zum Wasserplanschen ist dem Vergnügen kaum eine Grenze gesetzt. So ist es auch im Freizeitbad Berliner Park. Spaßbecken, Dampfbad und Whirlpool verwandeln in jeder Jahreszeit den Besuch in einen Sommerurlaub. Ruhe und Erholung vom Alltag findet man an vielen Orten in Aalen. Einer davon ist der Stadtpark entlang der Verse. Im Rahmen der Renaturierung des Flusses legte man ein Stück weiter die Fischtreppe an, um den Fischen einen natürlichen Weg neben der Schleuse zu geben. Mit etwas Glück erblickt man einen Hecht, Barsch oder Zander im Wasser. Das größte Naherholungsgebiet Aalens ist die Langst. Bestückt mit Anglerteich und Grünflächen bietet sie naturnahe Abwechslung. Tierische Zerstreuung und Anziehungspunkt für alle Kinder stellt das Tiergehege in der Langst dar. Etwa 150 Tiere tummeln sich in den Gehegen und präsentieren sich den neugierigen Blicken der Besucher. Die Langst lädt außerdem zu allerlei Betätigung ein. Jogger trifft Spaziergänger, Spaziergänger trifft Kunst. Am Wegesrand begegnet man hölzernen Darstellungen allerlei Art und Präzision. Das gut ausgebaute Radwegenetz rund um Aalen regt zu schönen Fahrradtouren an. Zum Beispiel zu einem Hoffest. Bei Schulze Rötering gibt es nicht nur frisches Obst und Brot, sondern auch viel zu bestaunen und Leckeres zu genießen.